Ganz neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist eine neue Runde Brawl Stars und heute gibt es wieder eine neue sozusagen Challenge. Man kann sie nicht richtig Challenge nennen, aber es ist schon etwas Altes sozusagen schon auf meinem Kanal, und zwar die Road to Challenge. Wir sind diesmal bei der Road to 10.000 Trophäen Challenge angekommen. Ich bin ja schon ein bisschen entfernt von den 10.000 Trophäen, aber gar nicht mehr so viel. Es fehlen mir nicht mal mehr 400. Und meistens, wenn ich so 9600, 700 habe, kommt eben dieses Video online. Und wir werden wieder 5 Runden spielen. Mal schauen, ob wir Glück haben, jetzt endlich mal auch im Video mal ein paar Trophäen zu pushen. Wir fangen mal an mit Bam, die erste Runde. Dann schauen wir mal, wie es so läuft. Fahrt noch hinweg. Ich habe es zum ersten Mal geschafft, einen Brawler auf Rang 20 zu bekommen. Bull ist jetzt auf 20. Was richtig krass ist, gestern geschafft. Unglaublich, wirklich. Und auch sehr viele schon auf 18. Oh, ich bin auf 18 zum Beispiel gekommen. Rosa auf 18, Karl auf 18. Also wir haben auch schon ein paar auf 18 gebracht. Das ist wirklich cool, aber wir starten jetzt einfach mal in die erste Runde. Bin schon mal gespannt, wie die erste Runde ablaufen wird. Die Trophäen werden ja jetzt neu gezählt, oder zumindest für den Sieg bekommt man jetzt 10 Trophäen für den zweiten Platz, also bei Rang 15 bis 20. Für den zweiten Platz bekommt man 8 Trophäen, für den dritten Platz 6 Trophäen, für den vierten Platz 5 Trophäen, für den fünften Platz 2, für den sechsten minus 1, für den siebten minus 2, für den achten minus 3. Und für 9 und 10 jeweils minus 5. Und wie es ausschaut, gibt es in der ersten Runde gleich mal einen minus 5er. Die kreien da in die Tasche. Oder auch nicht. Ja, es gibt alle minus 2. Ich werde mal ein paar probieren. Nun, was? Oder 0. Geht natürlich auch. Habe ich halt 0. Passt auch, glaube ich. Stimmt, ich glaube, man bekommt bei 7 oder 6 auch 0, wenn man 17 ist. Also es ist auf jeden Fall komplett neu. Man verliert auch nicht mehr so viel Trophäen und man gewinnt viel, viel mehr, wenn man erst zweiter, dritter oder vierter wird. Deswegen ist das richtig cool. Schauen, dass diese Runde jetzt besser wird. Ja, macht es natürlich gut. Spike ist wirklich ultra nervig. Aber nicht der beste Brawler. Übrigens haben 3 Brawler wieder eine zweite Star Power bekommen, falls ihr sich das gestrige Video nicht gesehen habt. Colt hat eine zweite. Und Colt hat jetzt die gleiche Range mit dieser Star Power wie Piper. Also eine richtig krasse Range. Schießt auch schneller. Der ist wirklich gut geworden. Und Rosa hat eine zweite bekommen und auch Rico. Also das ist schon cool gewesen. Gestern einfach mal da 3 hinzugefügt worden. Und jetzt haben wir einen Rico. Ich treffe da auch gar nichts. So, wieder das typische Spielchen. Na. Naja. Schöner Hit. Er ist tot auf jeden Fall. Und der Lärm wird jetzt nervig. Da muss ein Brock. Der Brock war wichtig. Der Hit von Brock war wirklich wichtig. Ja, das war verschwendete Ulti. Oh, wieder ein schöner Hit.
Oh, ein HP. Und zweiter Platz reicht mir, zweiter Platz reicht mir. Vollkommen. Wird am Ende auch der zweite Platz werden. Der wird sich nicht mehr viel tun, der hat ja natürlich auch mehr Leben wie ich. Ja, aber zweiter Platz passt ganz genau. Plus 8 damit in der zweiten Runde. Sehr schön. Dann dritte Runde, dritter Brawler. Wir nehmen diesmal Cold. Den einzigen Brawler, wo ich jetzt die Star Power habe. Aber wenn wir Glück haben, haben wir diese einen Chest, die ich eben gerade habe. Vielleicht sogar einen zweiten drin. Das wäre es auf jeden Fall. Frank ist leicht zum Outplayen. Ja, der ist easy. Gib mir nicht mal einen Hit. Oh, wieder ein Spike. Ich hasse diese Spikes wirklich. Oh, der arme Frank, wirklich. Oh mein Gott, der wird so. Ich will jetzt die Ulti nicht verschwenden. Obwohl, egal. Wir killen ihn einfach. GG, und darum ist das Spike, glaube ich. Ne, das Spike ist da oben, kämpft mit Bull. Der Bull muss raus. Komm schon. Ja, er ist gestorben. Mich jetzt auch gleich. Oh, es ist schon wieder eine gute Runde. Das wird eine klasse Runde, denn Bam ist down. Win. Oh mein Gott. Geile Runde. Geile Runde und somit plus 10 in der zweiten. Wir haben 4 und 25, Rang 18, der nächste Poler. Unglaublich. Wieder einer auf Rang 18. Sehr stark. Drei Runden. Derzeit gar nicht so schlechter Schnitt. Vierte Runde, würde ich mal sagen, gehen wir rein mit. Haben wir eigentlich alle Auswahlmöglichkeiten? Gehen wir rein mit Benny. Schon nicht mehr gespielt. Ja, also die Challenge läuft jetzt sehr gut. Ziel ist es ja immer, mindestens 10 plus zu machen. Seitdem 5 Runden spielen diesen Challenges ist es mindestens Ziel 20 zu machen. Wir haben 8, wir haben 16. 10 plus 8 ist 18, minus den 2 am Anfang, 16. Kann genauso weitergehen. Das Glück geht es auch so weiter. Und da drin hat anscheinend ein Meteorit ganz genau in die Mitte eingeschlagen. Geil. Schaut auf jeden Fall mega geil aus. Und ich bin dumm. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Ich habe die Mitte angeschaut. Dann jawohl. Minus 4. Ganz toll. Das heißt, wir müssen in der letzten Runde mal mit Bo spielen. Damit wir dann nochmal einen guten Schnitt rausbekommen in der allerletzten Runde. Gespannt, ob wir ja noch was zusammenbekommen. Hoffen wir es mal. Den nächsten Stream wird es auch bald wieder geben und auch das nächste Turnier ist schon in Planung. Also falls ihr beim nächsten Turnier auch mal mitspielen möchtet,
Schreibt das gern mal rein. Im Juli wird es ein Turnier geben. Im Juli allerdings ohne Preisgelder. Und dafür dann im August das nächste wieder mit Preisgeldern. Also wenn ihr mal dabei sein möchtet bei so einem Turnier, schreibt es gerne rein. Dann werde ich für Juli meinen Platz reservieren. Ja, jetzt sowieso bald das Turnier dann ankündigen schon. Es wird übrigens das Turnier, was ich ankündigen werde, oder das ohne Preisgeld wird ein Duo-Turnier, das mit Preisgeld dann wieder ein Solo-Turnier. Außer, dass wir ein bisschen Abwechslung bekommen, machen wir mal ein Duo-Turnier. Der will teamen. So, ich schieße mal da was in die Mitte rein. In der Mitte ist ganz bestimmt auch wer. Das sind halt diese Schweizer Runden schon bei Rang 18. Es leben 10 Leute bis zum Ende. Ja, sie teamen aber auch wieder alle ganz hässlich in der Ecke. Nochmal knapp für den Bull. Ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht schaffen werde. Oh, das war ein wichtiger Kill. Oh, da ist noch wer. Plus, plus, war plus Trophäen. Fünfter Platz ist plus Trophäen. Wichtig, wichtig, wichtig. Somit nochmal plus 2, das hebt zwar nicht ganz das Minus aus von vorhin, aber ich glaube, das würde noch passen. Wir machen noch die Chest drauf, hoffen auf Starbau oder Baller. Komm bitte! Nein, wieder mal nichts. Schade. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst doch nicht, bei unserem Club mal vorbeizuschauen. Wir sind 89 Mitglieder. Richtig, richtig stark derzeit. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Ciao.